sind nicht so erfreut, dass ich da bin, oder? Nein, so ist das nicht. Sie wussten nichts von der Nachricht an dich. Ah ja. Und haben wohl nicht erwartet, je wieder jemand anderen zu sehen. Oh. Verständlicherweise, ja. Faul, das Tür selber aufzumachen, ne? Na gut. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe lang gebraucht und mehr Ressourcen verwendet, als mir lieb war, aber ich konnte es halt nicht lassen. Ah ja, er hat das Haus nachgebaut, juhu. Mir fehlen die Worte. Los, sieh dich doch mal um. Mir wäre lieber, wir geben den anderen Bescheid, Ryan und Sarah. Wenn du dich umgesehen hast, habe ich in der Küche eine Überraschung für dich. Ist das Haus nicht die Überraschung? Nun, ja und nein. Ich will jetzt nicht zu viel Rummel drum machen. Vielleicht gefällt sie dir ja gar nicht. Sieh dich also ruhig erst weiter um, wenn du möchtest. Ja, das. Gibt's noch ein wenig zu tun, würde ich sagen. Stanley, hi Isaac, gute Neuigkeiten. Überwachungsteams haben den alten Standort des Wohnprojekts komplett leer gefressen. Sie sind jetzt unterwegs, es ist noch mehr, als wir gedacht hatten, obwohl die Staubstürme viel von dem Metall an der Außenseite unbrauchbar gemacht haben. Gut, ja klar, darf ich fragen, ob alles in Ordnung ist? Du hast die letzten Monate so zerstreut gewirkt. Ja gut, womit kann ich behilflich sein? Keine Sorge, ich bin nur beschäftigt, wie alle anderen auch. Wenn mit der Produktion alles geklärt ist, lasse mich wissen, wo der nächste Überwachungspunkt ist. Klar doch. So, schauen uns natürlich hier oben jetzt um. Schön, dass sie so viele Pressspanplatten gefunden haben. Ist noch ein wenig gefährlich hier oben, ne? Ohne Dings. Aber okay. Mondmine, Ausgabe 7, Cover Guns. Nachdem sie im Kampf schwere Verluste erlitten haben, zieht der Astronaut sich in die marsianischen Ebenen zurück, allein. Während er versucht, in der Einöde des Mars zu überleben, denkt er über die Konsequenzen seiner Handlungen nach. Erleuchtet kehrt er aus der Wüste zurück und bittet um Vergebung. Die Marsianer gewähren dem Astronauten in einem Anflug von wahren Mitgefühl ihre Gnade. Eine zweite Chance, seinen Teil beizutragen. Doch der Wunsch, es wirklich zu versuchen, kann der Astronaut sich bessern und rein bleiben? Notiere ich. Ja, sehr schön. Okay. Ah, ich komme nicht durch. Okay. Also, was ist jetzt die Überraschung? Oh, ich habe da vielleicht übertrieben. Hier ist sie. Ich weiß, du bist zu alt für Spielzeug, aber den habe ich gemacht. Ach was. Aus Holz, das hier wächst. Schau, von dort drüben. Ich brauchte ihn halt einfach. Als ja. Andenken an dich. Er ist sehr fragil, also bitte sei vorsichtig. Geht schneller kaputt als die von früher. Was denn? Magst du ihn nicht?
weiß, was hier los war, die Hologramme. Und? Wir wissen alles. Was du getan hast. Okay. Dann... hältst du mich wohl für ein Monster? Schwierig. Das nicht. Ich verstehe das schon. Ich denke oft dran. Jeden Tag. Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehe. Ich wollte mich raushalten. Ich habe im Leben so viel falsch gemacht und... aber damals musste ich sie beide stoppen, bevor hier alles aus war. Warst du etwa gegen Rosa und Homewood? Wolltest du denn nicht zu uns nach Hause kommen? Das ist kompliziert. So kompliziert ist es nicht. Aber du bist hier. Jetzt bist du hier und ich lasse dich nie wieder aus den Augen. Hier bist du in Sicherheit. Ich beschütze dich. Versprochen. Dad, ich... ja, meine Mission auszuführen. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Hörst du? Mich retten? Dich zur Erde zu bringen. Du willst mich zurückbringen? Aber deswegen habe ich die Nachricht nicht geschickt. Ich habe sie geschickt, damit du hierher kommst. Aha. Was machst du dann hier? Tja. Zurück auf die Erde. Sie werden... was war der Plan? Was war der Plan? Ich weiß nicht. Aber Dad, wir müssen die Archen mitnehmen. Zur Erde. Die Kolonie ist trotzdem stabil. Sie funktioniert für uns alle. Ich tat das auch für dich. Hör mich jetzt bitte gut zu, Mutter. Ich fürchte, wir werden noch eine Entscheidung treffen müssen. Die Menschheit zerstört die Erde. Die Archen bestimmt auch. Sie gehen dann an die reichste oder stärkste Nation. Das darf... schau, was wir vollbracht haben. Ja, und die Menschen auf der Erde sollen elendig verrecken, oder was? Die Mondbasis. Outward. Und die Erde retten will niemand? Scheint so. Isaac, hier Amira. Bitte komm. Ja, Amira. Der Habitas-Roamer ist zurück. Nur treffen wir uns gleich auf der Savannenterrasse. Es eilt. Ich bin gleich dort. Warte bitte hier, ja? Ja, der war gut. Ich erkläre alles. Versprochen. Bitte. Okay. Ich schätze, die anderen zwei sind eskortiert worden. Könnte ich mir vorstellen. Ryan und Sarah, ne?
In der Farbe das waren, wurde die mit hergenommen. Ziemlich sicher. Hauptsache eine Kaffeemaschine, ne? Ach, schön die Werbung vom Spielentwickler, ne? Die Coken Foil. Was sind die zwei Beobachter, oder wie? Die aufpassen sollen. Oder was Claire und ihre Mutter, ne? Von der Haarfarbe her hätte es gepasst. Sarah, ah, ja. Wie bist du? Schnell, verstecken wir uns. Sie kommt zurück, gibt's ein Versteck? Schnell. Beeilen wir uns. In den Schrank. Schnell. Lasst mich das mit Kathy besprechen. Kathy? Kevin war sich sicher, Isaac. Es ist Sarah Baker. Sie muss mit unserem Rover hergekommen sein. Kathy? Wie wissen Sie, wo wir sind? Wie haben Sie uns gefunden? Naja. Sie ist weg. Was? Kathy ist weg. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Findet sie. Bitte. Jetzt. Unison, meine Tochter und der Eindringling sind weg. Verschließt den Eingang. Durchsucht die Kuppel vollständig. Findet sie. Hört sich nicht so alles besonders okay? Gut an. Schon gut. Gehen wir. Wo ist Ryan? Sarah, was ich getan habe, ich ist weiß, schon es gut. War... Hab alles gehört. Hab ja auch eine, siehst du? Wir müssen zurück zu Habitas, hier wimmelt es nur so vor. Leute, bei mir wird die Lage etwas brenzlig. Ja? Ja, die Kolonisten sind sauer, weil du den Rover geklaut hast. Sie suchen einen Weg rein. Okay. Ich habe den Streampunkt vom Aufzug gekillt und Barrikaden aufgebaut. Pass auf, ja? Ihr müsst wieder zurück, sonst hindern sie uns dran, hier wegzukommen. Ja, nee. Wir stehlen noch einen Rover und meiden zigtausend Kolonisten. Wir müssen weiter zur Arche Vita. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir heben mit Vita ab, Ryan soll mit anderen abfliegen. Ryan, leite Habitas Strom zu Vita um und mach uns startklar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Wir ziehen es durch? Ja. Okay, verstanden. Ich gehe zum FET-Terminal. Seid beide vorsichtig, okay? Ich hatte einen Weg gesehen. Alles okay? Ja. Es so schaut's auch gut aus, ne? Los, komm. Mir nach. Ah, ich wollte eben noch eine Aufnahmepause einleiten. Schaut aber schlecht aus. Nämlich kurz vor, ja, dreiviertel Mitternacht ist es. Am 31. ne? Und das Feuerwerk müssen wir ja nicht unbedingt auf einer Aufnahme drauf haben, ne? Schnell, jetzt! Den Biodrucker doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arche zurück und... Kat, wenn wir sie nicht finden, beeil dich, haben wir sie größere sind fast Probleme. Da. Los, gehen wir. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hä? Hätte man da einfach rüberlaufen sollen, oder das ist mir jetzt nicht ganz jetzt. Klar? Biodrucker doch nicht so lange allein lassen. Hey! Hey! Ich weiß nicht ganz, wo wir hinlaufen sollen. Jetzt! Den Biodrucker doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arche zurück und... Wenn wir sie nicht finden, haben wir Grund... Hey! 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 Beeil dich, sie sind fast da. Hä? Jetzt! Den Biodrucker doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arche zurück und... Wenn wir sie nicht finden, haben wir größere Probleme. Los, gehen wir. Kat, beeil dich, sie sind fast da. Ah. Okay. Luft ist rein. Sag doch gleich, was du willst.
Bitte kurz. Meinst du, diese Anlage führt zur Arche? Sieht so aus, ja. Ja. Ob wir wohl so ganz ohne weiteres da reinkommen? Wahrscheinlich nicht. Eher nicht. Das habe ich befürchtet. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Da wäre noch ein Wartungsschacht, ist vielleicht ein Umweg, aber... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Umwege aushalte. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Nur wie? Und wo? Das ist ihr Pumpenregler für den Sauerstoff, der von Habitas zugeleitet wird. Mhm. Ja, stimmt. Und? Sieh mal. Niemand trägt einen Druckanzug. Wenn ich den Regler kurz abschalte, müssen sich alle einen Anzug suchen oder in Sicherheit bringen. Während sie damit abgelenkt sind, könntest du reingehen. Ich komme durch den Wartungstunnel unbemerkt zur Anlage. Kathy, ich weiß nicht so recht. Dann komm, Sarah. Wir uns beim Eingang. Okay. Viel Glück. Danke. Das sind auf jeden Fall aktivierte ASE-Einheiten. Super. Stell sicher, dass er aufgehalten wird. Das ist die Pumpe, Ella. Wir müssen sie am Terminal abschalten. Kathy, ich hoffe, dass du eine dieser Frequenzen mithörst. Mondbär, bitte lauf nicht davon. Wir sind so nah dran, hier alles zu schaffen. Bitte, bleib hier bei mir. Isaac, das hast du dir selber zuzuschreiben. Es wird noch ein stressige letzte Minuten. Wie es aussieht. Aber wir dürften dem Ende jetzt relativ nah sein, schätze ich. Ich dachte, wir müssen vielleicht springen. Haben wir mal wieder mehr Glück gehabt. So, und hoch. Das funktioniert auch nicht. Leitungen. Eine andere Möglichkeit gibt's wohl nicht. Gut. Das heißt, wir zerstören jetzt gerade. Hochfahrtstufe 4. Bitte legen Sie Ihre Druckanzüge an und begeben Sie sich umgehend zur nächsten Sicherheitszone.
Achso. Auf. Das wird echt knapp. Fahr hoch, Sarah, mach! Ich. Los! Hierher zu kommen. Nein, Mondbär, hör mir zu. Tu das nicht. Nicht nur wegen mir. Denk an die Leute. Ich. Bitte bleib. Ich kann nicht, Dad. Ja. Ich muss schnell einen anderen Weg finden. Mondbär, bitte. Was machst du da? Der Schacht führt geradewegs durch die Tesla-Kammern. Da bringst du dich nur um. Mal ein wenig zu schnell, zu früh reingelaufen. Naja. Schande. Die heizen ganz schön ein, die Spuren, ne? Wieder nach unten. Okay, dann da hau rauf. War mir nicht sicher. Wir hätten nur da hochgewusst, glaube ich. Ups. Hoppla. Genau, jetzt hat er sich eingeschaltet, der Kollege, na, und ich war zu langsam beim Klicken.
Ach, nee. Ich glaube, wir müssen, wenn der rausfährt, hochhüpfen, ne? Und dann gleich nochmal. Laut hier. Bitte bleib hier. Ich verspreche dir, dass ich dich bessere. Ich sorge dafür, dass du in Sicherheit bist und dass uns nie wieder etwas passiert. Mondbär, kannst du mich denn hören? Kathy, bitte antworte mir. Ja, nee. Keine Lust zu antworten. Wo geht's raus? So geht's auf jeden Fall. Au, wenn wir nicht da reinrennen. Ja, oh, Gott sei Dank. Ach du Schande. Schon da. Alex, verschließ die Tür. Sie versuchen, die Schubdüsen zu sabotieren. Ja, komm. Okay, symmetrische Vierer-DES-Verschlüsselung, 64-Bit-Chiffrierschlüssel. Juhu. Kein Problem. Bitte, hör mir zu. Nur für eine Sekunde. Ich höre zu. Das nicht tun. Oh, doch. Was wir hier gebaut haben. Ich kann nicht zurück. Auf der Erde sperren sie mich weg. Ich wäre wieder fort. Kat? Sarah?